Hey Leute, weiter geht's mit letzter Retro-Pokémon, die Rote Edition. Wir fliegen jetzt zurück nach Fuxania City. Und legen erstmal den Münzkorb ab. Halt. Hier. Weg mit dem Münzkorb. Ich möchte noch eins aufnehmen. Und zwar, wir können auch wieder tauschen. Mal sehen, was da jetzt kommt als nächstes. Der Mondstein. Nein. Mist, okay. Haben wir gleich wieder. So. Die Superangel nehmen wir mit. Denn in der Safari-Zone kann man angeln. Einmal Zerschneider. So, und ab in die Safari-Zone. Zerschneiden wir hier nochmal. Safari-Spiel, Pokémon fangen. Hi, bist du zum ersten Mal hier? Ja. Die Safari-Zone besteht aus 4 Abschnitten. In jedem Abschnitt findet man verschiedene Pokémon. Versuche sie mit Safari-Bällen zu fangen. Wenn du keine Safari-Bälle mehr hast oder wenn die Zeit abgelaufen ist, endet das Spiel. Bevor du dich auf die Jagd begibst, solltest du Raum für neue Pokémon schaffen und eine freie Pokémon-Box anwählen. Das macht Sinn. Ich glaube, wir können nur 2 Pokémon oder so in die Box tun. Ich fliege jetzt einfach schnell. Da muss ich nicht daran zu schneiden. Daran hätte ich auch vorher denken können. Box 1 ist ja fast voll. Ich glaube, 2 Pokémon oder so haben da noch drin Platz. Deswegen gehen wir jetzt auf Box 2. Da dürfte nur ein Pokémon drin sein. Oh, okay. Ich wollte eigentlich nur nachsehen, wie viele Pokémon da drin sind, aber gut. Dann halt nicht. So, jetzt geht's ab zum Safari-Spiel. Willkommen in der Safari-Zone! Für nur 500 Pokémon-Dollar darfst du im Park so viele Pokémon fangen, wie du möchtest! Möchtest du auf die Jagd gehen? Ja. Das kostet 500 Pokédollar. Wir verwenden hier spezielle Pokébälle. Wenn er hält 30 Safari-Bälle. Wir rufen dich über Lautsprecher aus, wenn deine Fangzeit abgelaufen oder dein Vorrat an Safari-Bällen erschöpft ist. Danke! Tipps für Trainer. Drücke Start, um nachzusehen, wie viel Zeit du noch übrig hast. 497 von 500. Rasthaus. Gehen wir mal rein. Und wenn ich Pokémon fange, verschenke ich sie, wenn ich wieder zu Hause bin. Der steht draußen beim Zoo. Nichts. Schade. Na gut. So, bevor wir jetzt fangen, möchte ich mich ein bisschen umsehen noch. Da ist Wasser.
Okay, gehen wir jetzt mal hier in diese Gräser rein. Das erste Pokémon und es ist ein Nidorina. Das möchte ich nicht fangen. Ball, Köder, Stein, Flucht. Ich möchte es nicht fangen. Ich möchte, wenn dann ein weibliches Nidorin haben. Also Flucht. Okay, hier war jetzt nichts. Also nichts weiter. Machen wir hier weiter. Da! Ein weibliches Nidorin. Nidoran. Köder. Minna wirft einen Köder aus. Das wilde Nidoran frisst. Safari Ball. Mist. Es frisst immer noch Stein. Es ist wütend. Ja! Das weibliche Nidoran wurde gefangen. Weibliches Nidoran. Ein Giftdorn-Pokémon. Größe 0,4 Meter. Gewicht 7 Kilogramm. Nummer 29. Dieses Pokémon ist sehr klein, verfügt aber über starke Gifte. Das Weibchen hat kleinere Hörner. Spitznamen geben? Nein. So, Leute, ich höre nichts mehr. Ein Parasekt. Haben wir aber schon. Möchte ich nicht. Wir fliehen. Ich höre nichts mehr. Irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht ist die Buchse bei meinem Fernseher kaputt. Das ist ziemlich blöd. Naja. Muss ich dann nach der Folge mal sehen? In 10 Minuten ist sie aus. Rihorn! Das haben wir noch nicht. Wir werfen einen Stein. Es ist wütend. Wir werfen noch einen Stein. Es ist immer noch wütend. Ist was? Okay. Blut haben wir schon. Wir fliehen. Ein Urwei! Haben wir das schon? Ich glaube nicht. Es frisst. Wir versuchen einen Ball. Es frisst. Wir werfen einen Stein. Und werfen einen Ball. Die Kombination funktioniert offenbar. Wir haben es wirklich noch nicht gehabt. Sehr schön. Owei, ein Ei-Pokémon. Größe 0,4 Meter, Gewicht 2,5 Kilogramm. Nummer 102. Diese Pokémon werden oftmals für Eier gehalten. Bei Gefahr bilden sie Rudel, die attackieren. Ein Blutzug schon wieder. Langsam höre ich wieder ein bisschen was. Aber nur ganz leise. Das ist ein anderes Gebiet. Jetzt ist der Ton wieder ganz da. Ich habe keine Ahnung, mein Fernseher spielt offenbar. Also wir angeln jetzt. Ich bin gespannt, welche Pokémon wir hier fangen können. Ein Krabi. Wir fliehen. Nicht mal ein Stiefel hat angebissen. Übrigens, das war mit der Zeit. Ich meine mich zu erinnern, dass da... Ein Dratini! Ich meine mich zu erinnern, dass das einfach nur ein Zähler ist, wie viele Schritte wir schon gegangen sind. Wir werfen einen Köder aus.
Es frisst. Wir werfen einen Ball. Wir haben das Pokémon verfehlt, so geht das aber nicht. Ich habe das Pokémon schon wieder verfehlt. Okay, wir werfen einen Stein. Ich verfehle es die ganze Zeit. Es ist geflüchtet, na toll. Nicht mein alter Stiefel. Ich will das Dratini. Ein Enton! Das will ich auch. Köder! Safari-Ball? Es frisst Stein. Es ist wütend. Ball? Ha! Hat wieder funktioniert! Enton, ein Enten-Pokémon, Größe 0,8 Meter, Gewicht 19,6 Kilogramm, Nummer 54. Dieses Pokémon lullt Gegner mit hypnotisierendem Blick ein, bevor es Psychokräfte einsetzt. Und bevor es Kopfschmerzen bekommt. Nicht mein alter Stiefel. Oh, ich kann da nicht weiter. Okay, dann machen wir jetzt Folgendes. Wir holen uns nochmal den Detektor nach oben. Ich möchte hier nämlich auch nachsehen, ob hier vielleicht irgendwo was ist. Vielleicht ist hier irgendwo was versteckt, das wäre toll. Ein weibliches Nidoran, das haben wir schon. Wir fliehen. Nichts. 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 Schade. Es wäre schön, wenn hier irgendwo was wäre. Ein Nidorino! Nein, danke. Nichts. Auch nichts. Okay, hier ist absolut gar nichts. Das Rihorn würde ich noch gerne fangen, aber naja. Wir gehen jetzt einfach mal weiter in die nächste. In den nächsten Abschnitt. Blutzug. Vielleicht gibt es das Rihorn ja auch noch in einem anderen Abschnitt. Auch das Satini noch. So, Abschnitt Nummer 2. Wir haben noch 210 Schritte übrig. Nichts, schade. Zentrum, Norden, Areal 2. Hier ist nichts. Hier auch nicht. Nein. So, wir gehen jetzt erstmal durch dieses Gras hier. Was finden wir hier? Ein Dodu haben wir schon. Flucht. Wir haben es sogar dabei. Ein wildes Nidorina. Flucht. Nein. Nichts. Okay, gehen wir mal hier hoch. Hier ist ein Carbon. Nichts. Okay, dann benutzen wir jetzt das Carbon. Das kriegt Turtok. Seine Initiative ist gestiegen. Nichts.
Und nichts. Wieder nichts. Was ist das hier? Keine Ahnung. Ach, das soll ein Pokéball darstellen. Nidorin, weiblich. Nochmal ein weibliches Nidoran. Top-Trank gefunden. Sehr schön. Ein Paras. Wir fliehen. Wir haben schon ein Parasek. Ein Owei. Das haben wir schon gefangen. Flucht. Nidorina brauchen wir nicht. Wir haben ein weibliches Nidoran. Nochmal ein Owei. So, hier ist aber sonst nichts. TM37 gefunden. Oh wei. Wir fliehen. 41 Schritte noch. Dann werden wir wohl nicht angeln, aber dafür hier noch ein bisschen mit dem Detektor suchen. Ich kann keine weiteren. Naja. Rasthaus. Zählen die Schritte hier drin eigentlich auch? Die zählen auch. Wie viele hast du gefangen? Ich bin total erschöpft. Ich habe einen Schanera gefangen. Die Mühe hat sich gelohnt. Schanera. Was für ein Spaß. Aber jetzt bin ich hundemüde. Wow, ein Buch über Pokémon. Durchsage Gong. Die Zeit ist um. Deine Safari-Tour ist vorüber. War die Akt erfolgreich? Besuch uns bald wieder. Ja. In der nächsten Folge. Ciao Leute, wir sehen uns morgen wieder in der roten Edition und übermorgen wieder hier in der blauen.